Komm mit, wir zeigen euch einen typischen Tag bei uns. Los geht's. Wir sehen uns gleich auf der Baustelle. Wir sagen auch Hallo an deinem ersten Tag bei Johnson Controls. Sarah und ihre KollegInnen nehmen uns heute mit in ihren Ausbildungsalltag als InformationselektronikerInnen. Ja, Frau Schulz, ich war ja hier und die Fluchtbesteuerung hat ja nicht richtig funktioniert. Ja. Und jetzt funktioniert aber alles wieder. Kann ich auch gerne mal demonstrieren? Das wäre nett. Als InformationselektronikerIn lernt Sarah, wie sie sicherheitstechnische Anlagen wie Einbruch- und Brandmeldesysteme oder Überwachungsanlagen installiert und wartet. Da sie fast am Ende ihrer Ausbildung ist, kann sie schon tatkräftig im Support unterstützen und dieser Kundin bei ihrer Fluchttürsteuerung helfen, während ihre Kollegen noch das Signal der Überwachungskamera überprüfen. Aber bevor auch du genug Erfahrung für den Servicebereich gesammelt hast, fängst du erst einmal auf einer richtigen Baustelle wie dieser hier an. Auf diesem Schaltplan hier steht alles, was die Azubis wissen müssen, um dieses Gebäude mit Sicherheits- und Kommunikationstechnik auszurüsten. In der Ausbildung als InformationselektronikerIn lernst du sie zu lesen und auch sonst alles, was du über elektronische Systeme, deren Aufbau und Reparatur wissen musst. Dafür solltest du schon in der Schule Spaß an Mathe und Physik gehabt haben. Können Sie noch mal genau erklären, wo genau überall Meldersockel ungefähr? Das sind die roten Elemente, die hier dargestellt sind, die auch jedes Mal auf den Deckenspiegeln vom Maße positioniert sind, auf diese Maße achten und die richtig positionieren, speziell in den WC-Bereichen. Sammy und Daniel installieren in diesem Raum gerade einen Lautsprecher und einen Brandmelder. Wie in allen Berufen des Handwerks ist auch hier Geschick und Fingerfertigkeit gefragt. Außerdem ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Denn es ist gerade bei der Arbeit mit Strom sehr wichtig, den Arbeitsschutz einzuhalten. Und Sammy, du achtest auf die richtige AB-Verdrahtung, ja bitte. Mach ich. Okay, ansonsten sieht es gut aus. Danke. Die ganzen Grundlagen für Informations- und Telekommunikationstechnik lernst du in der Ausbildung natürlich in der Berufsschule. Oder wie hier in Zusatzseminaren. Hier kannst du erst einmal in Ruhe an Versuchsschaltschränken üben, wie man Systeme baut, überprüft, Fehler findet und diese anschließend behebt. Die Sirene hier scheint schon einmal zu funktionieren. Also alles richtig gemacht. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Wie geht das? Oh, ist der automatisch wieder? Das ist natürlich richtig. Lass es wieder scharf schalten. So, ich löse jetzt die 20882 aus. Okay, 2082. Für den Sirenentest wird hier Prüfgas an den Brandmelder gesprüht. Die Kollegen im Keller können dann gleich über das System überprüfen, ob alles klappt. Dafür lernst du in der Ausbildung, wie du sicher mit Testsoftware und Diagnosesystemen umgehst. So kannst du nicht nur deine eigene Arbeit überprüfen, sondern KundInnen auch schnell bei ihren Problemen helfen. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest Spaß, uns zu begleiten und wir hoffen, dich bald bei Johnson Controls begrüßen zu dürfen. Ciao. Endlich, ja. Wir hoffen, dass es auch dir gefallen hat und dass du viele spannende Dinge über die Ausbildung für InformationselektronikerInnen lernen konntest. Tschüss und bis bald.